So. Okay. Dann sind wir auch ein bisschen Kreaturenei. Wofür brauche ich denn das? Keine Ahnung. Aber jetzt sind wir dann auch ein bisschen flotter unterwegs. So, was brauchten wir für eine Kiste? Viermal Titan. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir mal mit. Wir bauen mal eine Aufbewahrungskiste, die ich einfach mal draußen ins Wasser werfe. So, und natürlich, wie immer, die Nahrung. Für den Fall, damit wir sie haben. So, gepökelt. Da nehmen wir auch mit. Ein bisschen was. So, und dann kochen wir nochmal ganz kurz ein bisschen Wasser. Ein bisschen Fisch. Die zwei, die wir noch haben. Die zwei, die nicht gepökelt sind, die essen wir gleich. Gekocht, gepökelt, gepökelt. Und einmal bitte Wasser. So, dann können wir das Ding mal fallen lassen. Vorrat. Sowas wie ein Kreaturenei habe ich keine Ahnung, wofür ich das hier brauche. Das packe ich mal hier rein. Dann packen wir mal hier die Schmierstoffe rein. Zack. Die großen Teile sozusagen, die packe ich mal hier rein. Quarz, Quarz, Quarz. Zack, 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 zack. Okay, dann so. Ja, das passt ja alles super. Da passt ja doch nicht so viel rein, wie ich dachte. Okay, aber auf jeden Fall, wir sind ganz gut unterwegs. Ah, gut. Was haben wir denn jetzt Schönes gefunden? Reparaturwerkzeug müssten wir noch bauen. Und ansonsten haben wir ja fast alles. Achso, den Gleiter brauchen wir nicht mehr. Den kann ich abwählen. So. Mobile Fahrzeugstation, die ist auch interessant. Wir haben aber noch kein Fahrzeug, was wir bauen könnten. Eine Seemotte und Co. Fehlt ja alles noch. Wir haben ja noch nichts. So, einmal speichern. Wir haben ja im Prinzip noch nicht wirklich irgendwas. Aber wir haben jetzt hier ihn hier. Hallo? Ach, Karte kann man mit F. So, und mit dem Ding sind wir hoffentlich etwas schneller. Unterwegs. Okay, wir haben Schwefel. Moment, wenn wir Schwefel haben, brauchen wir ja gar nichts mehr. Wartet. Wo ist meine Basis? Bei Titan haben wir, Schmierstoff kriegen wir hin. Das müsste funktionieren. Nehmen wir die beiden im Lager hier drin. Da haben wir ja noch zwei große, ne? Genau, so. D. Dann nehmen wir Titan mit. Und dann haben wir alles. Beziehungsweise ist ja kein Schmierstoff. Ist Silikon, Gummi. Aber reicht trotzdem. Dann kriege ich auch das Reparaturwerkzeug. Sehr schön. Werkzeug brauchen wir nicht mehr. Bauen wir. Na, perfekt. Für den Fall, dass wir es brauchen. Früher oder später. Schon wieder ein Kreaturenei. Schmeiß ich draußen weg. Brauchen wir nicht. So, und das Ding hier brauchen wir auch gerade nicht. So. Huch, das war eins zu viel weggeworfen. Oder nicht? Nö, Moment. Reparatur, Dings, 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 Dings. Silikongummi brauchen wir nicht mitnehmen. Da hat er zwei hergestellt. Wir brauchen aber nur eins. Und alles ist gut. So, dann packen wir das auch wieder hier rein. Jo, das sieht gut aus. Okay. Weiter erkunden. Würde ich sagen. Können wir das hier? Nein. Schade. Gut, weiter erkunden. Trifft es. Die Frage ist nur, wo ich jetzt hingehe. Wir müssen wahrscheinlich in die Tiefen. In die tiefen, tiefen Höhlen, Wegen. Wir gehen mal hier runter.
Okay, ah, der Seekobold bringt also seine gefundenen Sachen hierher. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, okay. Ah, da ist auch schon der Seekobold. Deswegen schwimmt der hier immer so brav durch die Gegend. Nett. Okay. So, ich wollte ja eigentlich gucken, ob es hier unten noch mehr gibt. Wir haben mal noch was zum Scannen. Den Inhalt habe ich schon mitgenommen. Okay, so ein bisschen Quarz noch. Wir werden ganz viel Rohstoffe später brauchen. Wenn es denn dann später um eine Basis geht, die man hier noch abbauen darf, kann, soll, müsste. So in der Richtung. Okay, das war leider nicht so gewinnbringend, wie ich mir das erhofft habe. Wir haben da leider nicht wirklich schöne Sachen rausgekriegt. Nichts, was ich scannen konnte, nichts, was ich neu lernen konnte. Die See, also da haben sie aber viele, diese Seekobolde, ne? Also ich weiß, früher gab es auch schon Kreaturen, die ein bisschen nervig waren, aber gut. Oh, hier liegt irgendwas. Was liegt denn da? Ach nö, ein Pilz. Ist nur ein Pilz. Schade. Dachte, da könnten wir was scannen. Das war damals ein bisschen ergiebiger mit dem Scannen. Weil sie ja die Aurora direkt daneben hatten und da ist ja auch ganz viel Zeug abgestürzt gewesen, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Mobile Fahrzeugstation, ja. Sehr gut. So, ich gehe mal ganz kurz Luft tanken und dann gehen wir in die Höhle rein. Ich denke, das ist ein Plan. Wir machen mal Luft tanken. Getankte Luft. Danke. Jetzt gucken wir uns die Höhle mal ein bisschen intensiver an. Eine Tangwurzel. Ein Waterpad. Okay, die Explosionswolken sind kleiner geworden von den Viechern. Muss ich so sagen? Die sind doch kleiner geworden. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Wie weit bin ich denn weg? Oh ja, geht noch. 200 Meter. 200 Meter ist nicht so extrem, wenn ich das mal so sagen darf. Titan! Die Dinger hier brauchen wir. Ich frage mich, ob man die später so ein bisschen wie in Teil 1 auch anbauen kann. Das wäre nämlich sehr schön. Seegleiter haben wir eigentlich schon. Kriegen wir Titan raus? Was ist denn das? Okay, wir haben was gefunden. Wir haben viel gefunden. Was ist denn da? Okay, mitten im Hagel. Klettern wir hier rauf. Was ist denn das? Ein Schreibtisch. Okay. Mineraldetektor. Kaffeemaschine oder sowas. Hier ist nichts. Oh, schade, ich dachte, jetzt habe ich hier den großen Fang gemacht, aber... Hier ist nichts, außer den Schreibtisch.
Okay, Stromkabel geht nach unten. Und hier unten haben wir aber noch eine kleine Kiste oder sowas. Wasser. Hier ist nix. Medipack. Die Kiste ist zu. Signalboje, ja, sehr schön. Die können wir auch gebrauchen. Mobile Fahrzeugstation. Wir können sie endlich bauen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, alles gut. Eine Tischkoralle. Tischkoralle? Inventar ist voll. Verdammt! Okay. Okay, okay, okay. Inventar ist leider voll. Wir können nichts mehr mitnehmen. 30 seconds of oxygen remaining. Sonst hätte ich gesagt, das ist doch hier der perfekte Ort, um auch mal irgendwas kurz mitzunehmen, was wir bisher nicht hatten. Aber leider, leider, leider. Sieht so aus, als ob wir hier nicht weiterkommen. Seebahn. Die Seemotte in neu. Ich hoffe, ich finde das irgendwann mal wieder. Wahrscheinlich nicht. Aber okay. Ich werde mal in die Heimat schwimmen. Es ist dunkel, es ist nicht gerade hübsch hier gerade, aber ist egal. Wir gehen mal zurück und gucken uns mal an, was wir jetzt freigeschaltet haben. Vielleicht können wir ja eine mobile Fahrzeugstation schon bauen. Bin gespannt, was wir dazu alles brauchen. Aber dazu erstmal zurück. So. Und uns das Ganze hier mal angucken. Okay, so, Baupläne. Titanbahn, sehr schön. Energiezelle, ach Gott, ja, klar, die großen Fahrzeuge brauchten nicht eine kleine Batterie, brauchten die großen Batteriezellen. Ja, ich kann mich dran erinnern. So, mobile Fahrzeug, das könnten wir wahrscheinlich bauen. Computerchip ist die Frage. Gold. Nee, wir haben kein Gold. Kupfer vielleicht. Tischkoralle hätte ich da hinten gefunden, aber wir haben kein Gold. Okay. Und wir haben auch die Seebahn noch nicht. Da fehlen noch zwei weitere Teile. Mich wundert auch ehrlich gesagt, dass wir noch keine... keine Basis bauen können, dass das auch noch nicht gefunden worden ist oder ich bin nur an der falschen Stelle gewesen. Weil wir bräuchten ja eigentlich so ein Konstruktionskit, wenn ich mal ehrlich bin. So, Werkzeug, das brauchen wir nicht. Wir bräuchten eigentlich das da mal, den Mineraldetektor. Kupferdraht, kann ich einen Kupferdraht bauen? Zweimal Kupfererz könnte gehen, mal gucken. Lass mal kurz gucken, Boje... Vielleicht sollten wir eine Boje bauen. Das da definitiv. Wir bräuchten aber eine Batterie. Batterie kriegen wir hin. Ich baue erstmal eine Batterie. Komm. Ich weiß nicht, wie viel Kupfererz ich habe. Das gucke ich mir gleich mal an. Das hier kriegen wir hin. Ich glaube, davon habe ich sogar noch eins im Inventar, im Schrank. So, und wir bräuchten jetzt dreimal Kupfer. Und das haben wir ganz genau, haben wir das noch. Das ist sehr schön. Dann kann ich nämlich hier einen Kupferdraht bauen. Genau, dann kriegen wir unseren Metalldetektor. Und wir kriegen auch eine Boje. Oh ja, sehr schön. Sehr schön sogar. The mineral detector can sniff out raw materials, potentially saving you hundreds of hours of searching. Jo, das ist gut.
Use beacons to mark traversed territory. Show or hide the signals of your choice with your Xenoworks PDA. Now so. With surface support. Was war das? Kupferdraht? Weil ich würde nämlich hier den Kompass noch nehmen. Kabelsatz. Kupferdraht und Kabelsatz. Delta Station Dock. Delta Station. This is the place Lil mentioned in her message. Mhm. Okay. So, das nehmen wir rein, das nehmen wir rein, das nehmen wir rein. Die Boje brauchen wir nicht mehr drin, das brauchen wir nicht mehr drin haben. Und das auch nicht. So, was brauchen wir hier? Titanbahn, Schmierstoff, Computership. Achtung, der Computership ist das Problem. Das da. Okay. Kupfer. Wir brauchen ganz viel Kupfer, wenn ich das mal so sagen darf. Kupfer, Kupfer, Kupfer bräuchten wir. So. Wir brauchen noch Blasenfische. Ich stelle gerade fest, wir brauchen mehr Blasenfische. Und ich brauche noch einen Behälter. Wir müssen noch einen zweiten Behälter hier bauen. Es muss sein. Wir brauchen noch mehr Behälter. Und da packe ich mal ein bisschen Quarz rein. Wartet. So. Das liebe, liebe Problemchen mit den ganzen Rohstoffen, die wir so haben. Nein. Ich wollte einpacken, will ich nicht. Ich will... So, jetzt. Vorrat sehen. Gut, die Dinger können wir endlich da auch reinpacken. Und dann packe ich hier ein bisschen Quarz rein. So. Okay. Einmal Rohstoffe leeren. Kupfer, Gold. Wir brauchen Kupfer, Gold und Silber. Und Blasenfische. Das ist das, was ich jetzt hier eigentlich wie wild finden müsste. Achso, Moment. Ich habe aus Versehen die Boje. Ne, die Boje haben wir mit. Okay, ich wollte gerade sagen, haben wir die Boje noch mit? Ja. Wir haben auch das Essen mit und wir haben hier noch ein bisschen was anderes mit. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir nicht mit. Das müllt das Inventar voll. Und vollgemülltes Inventar bedeutet leider, wir können nicht so viel erforschen oder scannen. Sehr gut. Die Dinger nehmen wir mit, weil wir sie brauchen werden. Blasi, bleib hier. Blasi, danke. So, einen kleinen Blasenfisch. Kupfer, genau. Kupfer ist super. Wir haben noch hier... Wo ist mein Metalldetektor? Da. Wie funktioniert denn der? Blei, Schwefel, Salz. Okay, Kupfer, okay. So funktioniert er. Und wie funktioniert er jetzt? Wir haben nämlich kein Radar. Das müssten wir noch freischalten. Suchvorgang läuft. Bin gespannt. Wahrscheinlich funktioniert er momentan noch gar nicht, weil wir kein Radar haben. Das würde zumindest Sinn machen. Titan. So, ich weiß es wie gesagt nicht, wie das Ding funktioniert. Und hier müssten irgendwo wieder die Viecher sein, die explodieren. Oder nicht? Ich spare ein wenig an unseren Batterien. 30 seconds of oxygen remaining.
guck mal, aber hier, wir haben was anderes gefunden. Wir sind wieder an der Stelle, wo ich vorhin war. Wo ich diese Korallen nicht einsammeln konnte, weil mein Inventar voll war. Kupfer. Sehr, sehr schön. Kupfer. Warning. Ja. 30 seconds of oxygen remaining. Ich tauche ja schon auf. Keine Sorge, wir tauchen auf. So. Da ist nämlich meine komische Landeplattform. Was haben wir hier? Hier war ich noch nicht. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ihr habt's gehört. Unter 100 Meter funktioniert unser Dings nicht so richtig. Aber wir haben Teil 2 von 3 für die Seebahn gerade gefunden. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Es fehlt also noch eins, dann könnten wir uns ein kleines Gefährt craften, wenn wir die Rohstoffe dazu haben. Deswegen, alles gut, alles schön, alles super. Ich glaube, ich habe den Turm gefunden. Ist das der Turm, den wir finden sollten? Das kann er nämlich sein. Am Anfang hieß es doch irgendwie, finde den Turm, der Funkturm sozusagen, die Hauptbasis, die schnell verlassen worden ist. Ich weiß, ich gucke mich gerade hier um. Ich hoffe ja, dass ich die Seebahn Teil 3 noch finde. Denn dann wird es hoffentlich auch ein bisschen einfacher. Titan leider nur. Ja, ich weiß, ich muss gleich hoch. Okay. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, wahrscheinlich sogar weniger, weil wir unter 100 Meter waren. Alles gut, alles gut. Schön langsam, schön ruhig. Kann er... Nee, das ist nicht der Turm. Das ist irgendwas anderes. Was ist das? Was ist das da hinten? Vor allem, was ist das? Oh, hier muss ich schon gewesen sein. Okay, hier waren wir schon. Dachte, ich habe was Neues gefunden, aber leider, leider nicht. Alles gut. Gut, dann eben nicht. Dann gehen wir weiter. So, was ist das da? Ein sehr interessanter Eisberg. Dangerous weather approaching. Ja, weg mit dir. Weg, weg. Hui. Okay, gefährliches Wetter. Na, dann lassen wir's. Dann gehen wir eben wieder. Dann drehen wir wieder oben. Wenn du meinst, das wäre nicht so gut hier. Okay, da ist das eine Lager. Ich schwimme mal ein bisschen langsamer, absichtlich. Um mich besser orientieren zu können. Was ist das? Guck mal. Weiß nicht, was mich angreift. Ich hau mal ab. 30 seconds of oxygen remaining. Aber da müssen wir gleich nochmal runter. Da ist was Interessantes. Hoffe ich. Ich glaube, wir kriegen unsere Basis. Ich glaube, wir kriegen einen Teil der Basis, wenn wir ihn richtig kriegen. Auch wenn der große Fisch da meint, er müsste das da verteidigen. Ein Fenster.
fucking Fabrikator. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja, okay, wir hauen ab. Wir müssen wieder auftauchen. Eigentlich sind wir da nämlich noch falsch. Ne? Also, unser Sauerstoff verbraucht sich zu doll, weil wir nämlich die Atemmaske nicht haben für Tiefseetauchen, sozusagen. Und deswegen haben wir da echte Probleme gerade. Okay. Aber interessant, was wir nicht alles finden. So. In den Tiefen. Inklusive irgendwelchen Haien, die uns essen wollen. Und es geht wieder sehr weit tief. Hey. Schön ruhig. Ich hau da schon ab. Ich bin ja schon weg. Ganz ruhig. Meine Großen. Ich will keinen Ärger. So. Okay. Was liegt da? Den haben wir doch schon, ne? Segleiter. Doch, den haben wir schon. Leider. Das Ding haben wir schon. So, aber bei Subnautica war es immer so, dass man ein wenig in die tieferen Gebiete rein muss. Um sich umzusehen. Hier ist ein schöner, großer Bereich, wo wir abtauchen können. So, wir schwimmen mal an einem vorbei. Ich hoffe, dass uns nichts verfolgt. Weil wir brauchen nur Sauerstoff. Du kleiner Kobold, du. Okay, so, und dann gucke ich mal, was es hier drin gibt. Vielleicht war ich da auch schon drin. Bin mir nicht ganz sicher, aber nein. Die haben wir noch nicht, die Koralle. Kann ich die mitnehmen? Nein. Hier gibt es Salz. Salz ist gut zum Pökeln. Silber, ja. Dann haben wir nämlich den Kabelsatz, den wir brauchen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Kein Thema. Brauch wir so neuen Sauerstoff. Keine Sorge. So, wo kam der her? Ah, hier. Autsch. War alles gut soweit. So ein paar Probleme lasse ich mir gefallen. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, was ich hier gerade mache. Warning. 30 seconds of oxygen. Weil ich nicht weiß, wo ich hier wieder rauskomme. Ich glaube, ich habe dein Ei mitgenommen. Entschuldige, Kleiner. Aber es macht nichts. Ich muss erst meinen Ausgang finden. 30 seconds of oxygen remaining. Wir haben kaum Zeit. Können wir da hinten nochmal nachfüllen? Ja, geht. Schwein gehabt. Danke. Noch ein bisschen Silber. Ja, ist alles gut. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Yep. Ich würde gerne hier wieder raus. Aber ich weiß nicht wie und wo und wann und wo und wie, weshalb und... ich glaube, es gibt aber nur einen Eingang und einen Ausgang, oder? Ich hoffe, das ist der Ausgang. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, 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 ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, aber ich glaube, ich komme nicht oben an. Wir haben noch 5 Sekunden.
Das ist knapp, das ist knapp, das ist knapp. Verdammt knapp. Oh. Puh. Okay, wir sind angekommen. Wir können nochmal nach unten. Da war nämlich noch die mobile Fahrzeugstation oder sowas zum Scannen. Direkt hier am Eingang. Hoffe ich. Bin noch gerade dran vorbeigeschwommen. Warning, passing 100 meters. Ja, ja. Gleich. Oxygen efficiency decreased. Ja, so. Ich glaube, die haben wir schon. Haben wir schon. Schade. Seek fluid intake. Inventar ist voll. Titan. Kupfer. Gut, wir müssen zurück. Also nicht nur wegen dem Sauerstoff. Oxygen. Der wieder sehr, sehr knapp ist, sondern auch wegen Flüssigkeit. Okay. So, na dann wollen wir mal ein bisschen aufräumen, sage ich mal. Ja, Inventar aufräumen, gucken, was gecraftet werden kann und so weiter und so fort. Ich würde jetzt gerne den Kompass craften, damit wir wissen, wo wir sind. Wahrscheinlich brauchen wir eine neue Batterie für den Gleiter hier früher oder später. Und ja, also wir schauen mal. Ne? Also wir haben einiges, was wir sozusagen craften können oder auch nicht. Erstmal geht's hinein. So, Essen und Nahrung wäre schön. Also, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Blasenfische. Es waren sogar drei. Jo. Okay, na dann wollen wir mal. Wo ist denn hier Wasser? Vital signs stabilizing. So, und dann kann ich auch gleich mal hier noch einen gepökelten irgendwas essen, weil die verfallen sonst. Wie wir gerade gesehen haben, das waren übrigens nur gekochte. Uah. Verrottet. Ja, schmecken nicht, aber ist egal. Nehmen wir trotzdem. Gepökelt. Mich hat es interessiert, was passiert, wenn man die futtert. So, also Wasser. So, und schon geht es uns halbwegs gut. Medipack nehmen wir auch mal, weil hat jetzt, ist jetzt reduziert gewesen durch das verrottete Essen, klar. Okay, so, den Kompass. Ich würde gerne den Kompass haben. Der Kompass, der braucht Kabelsatz. Und einen Kupferdraht. Kupferdraht kriegen wir, glaube ich, raus. Und einen Kabelsatz auch. Okay, also passt auf. Kupferdraht. Und einen Kabelsatz. Und dann können wir hier unter Dings Ausrüstung den Kompass nehmen. Gut, der blendet da oben nur Süden und so weiter ein. Okay, richtig informativ ist der nicht. Ich dachte mir, ehrlich gesagt, da kommt was anderes. So eine Leiste oder so. Aber gut, was soll's. So, was brauchte ich noch? Ich wollte hier den Computership bauen. Titanbahn, Schmierstoff, Computership. Für den Computership brauchen wir weiterhin Kupferdraht. Und wir brauchen Gold. Und Gold habe ich bisher noch nicht gefunden. Wir haben zwar einen Titanbahn. Den kann ich schon mal bauen. Bei den kriegen wir raus. Titanbahn, Schmierstoff kriegen wir, denke ich, auch. Gut, dann muss ich die Pflanzen von draußen reinholen. Wartet, das kriegen wir hin. Brauche ich zwei davon? Keine Ahnung. Mal gucken. Ich probiere es mal mit zwei. Ich glaube, ich brauche nur eine, ne? Eine. Okay. Ist egal. Wir bereiten das schon mal vor. So. Den hier brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen Kupfer-Dings, Koralle-Dings. Ja, ist alles gut. Wir bräuchten Gold. Den Computership, wie gesagt. Also wir haben eigentlich alles. Wir brauchen einmal... Nee, zweimal Kupfer brauchen wir jetzt noch. Und das haben wir nicht. Hm.
Das ist ungünstig. Das muss ich mal so sagen. Das ist ungünstig. Oh, Wasser. Moment. Wasser nehmen wir mit. Zack. Okay. So, was haben wir hier? Sekobold-Ei und Kreaturen-Ei. Beide brauchen wir gerade nicht. Lassen wir mal fallen. Zack. Hier ist voll. Dann kann ich aber trotzdem einmal den Blasenfisch nochmal zu Wasser machen. Dann habe ich noch eine Wasserflasche als Reserve. Okay. Aber jetzt fehlt immer noch Kupfer. Suche läuft. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Ding. Habe ich jetzt Kupfer? Es war Titan. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann das Ding da... Hier ist Kupfer und der hat es nicht gescannt. Wofür brauche ich das Ding? Muss ich nicht verstehen, oder? Das war Titan. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja. Wir tauchen gleich auf. So. Das muss ich aber trotzdem nicht verstehen. So. Aussicht auf Kupfer. Da war auch Kupfer drin. Da war keins drin. Ah, wir kriegen so viele schöne Blasenfische. So viel Wasser. Sehr schön. Ja, die sind immer ein Problem, ne? Also Wasser ist sozusagen immer ein Problem bei Subnautica gewesen bisher. Okay, also irgendwie hier dieses Scanner-Ding, das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, wofür das da ist. Es wird seinen Sinn haben, aber ich begreife es nicht. Wir haben Kupfer. Wir haben alles Kupfer, was wir brauchen. Wir bräuchten aber Gold. Wo finde ich Gold? Also Gold finde ich genau wie alles andere auch. Bevor ich jetzt da rein zurückschwimme, lass mal ganz kurz was nachgucken. Für eine Batterie, weil meine Batterie neigt sich dem Ende, brauche ich... Wo sind sie denn? Guck mal, wir haben Basissegmente. Aber wir haben kein Konstruktionswerkzeug. Sehr schön. Aber wo kann ich denn noch ein Konstruktionswerkzeug bauen? Habe ich noch nicht gefunden. So, Batterie. Kupfererz. Okay, also wir haben dreimal Kupfer. Wir könnten noch eine Batterie bauen. Ein Kabelsatz. Und dann fehlt eigentlich nur das Gold. Aber woher nehmen? Und nicht klauen. Ist eins. Ja, habe ich nicht zwei davon mal irgendwann gehabt? Würde doch sagen, wir haben ein zweites. Geht doch. Irgendwo war es doch noch. Okay, so, also. Eine Batterie ist für mich sozusagen die Reservebatterie für den Gleiter, wenn die alle ist. Nehmen wir mit. So, und dann bauen wir ganz viel Wasser. Ich finde wieso, die verbraucht sehr viel Wasser im Vergleich. Die gute. Tja, habe ich irgendwo Salz?
Ich hab Silber. Aber ich hab hier... Doch, da ist doch Salz. Ich wollte gerade sagen, haben wir irgendwo Salz? Ja, haben wir. Weil dann kann ich nämlich den Bumerangfisch noch pökeln. Dann hält er nämlich schön lange. So. Okay, also das hier brauchen wir alles nicht. Das haben wir alles schon. Was für mich interessant ist, ich glaube, dass wir den Rest nicht brauchen. Zumindest momentan nicht. Okay, so. Wir brauchen definitiv noch einen wasserdichten Kanister. So. Das packen wir da rein. Hier kommt das ganze Essen mal mit rein. Das sind die Sachen, die wir sozusagen brauchen. Das kommt mit rein und dann kommt der Rest bitte draußen mit rein. Okay. So. Gut, ein bisschen Quarz nehmen wir wieder mit. Alles gut, was ist denn das? Ach, das ist das Seekoboldei, was ich weggeworfen habe. Alles gut. So, einmal gespeichert. Ist zwar vielleicht an der Stelle nicht ganz so intelligent, wenn man auftauchen müsste, aber egal. So, die Frage ist, wo kriege ich Gold her? Wahrscheinlich aus einem Gebiet etwas weiter unten. 5. Titan, Blei, Quarz, Kalk, Gold. So, jetzt haben wir hier also Gold als Suchbegriff und es macht nirgendwo Pling. Na gut. Weil wir ja auch noch sehr, sehr weit oben schwimmen. Ich glaube, Gold und so weiter, die höheren Ressourcen sind halt in Höhlen. Und wir sind noch nicht in einer Höhle gerade drin. Wir sind ja noch schön brav unterwegs. Aber wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wo wir was finden. Na, Gorosa, alles gut, alles fein, alles schön. Ich guck mir das absichtlich so ein bisschen von oben an, weil ich nämlich alles, was ja 100 Meter drunter ist, unter 100 Meter Tauchtiefe, wird ja problematisch für uns. Noch. Noch. Irgendwann kriegen wir da auch noch die bessere Ausrüstung, aber das dauert leider ein bisschen. Der uns? Okay. Oh, wir können ihn scannen. Na du? Ich verfolge dich nicht. Scanne dich nur ein bisschen. Alles gut. Hey, hey, hey. Okay, du hast es so gewollt. Komm her. Ich messer dich. Er wollte es so. Er wollte eine freundliche Rückenmassage mit dem Messer. Definitiv. Okay. So, Lebenspunkte sieht es bei mir natürlich jetzt gar nicht so gut aus. Aber wir sehen uns mal ein bisschen hier um. Bloß da hinten war ich doch schon. Okay, wir müssen zurück. Ich brauche ein Medipack. Ich brauche dann doch mal ein Medipack. Ach, Menno, ich dachte, wir könnten ein bisschen länger unterwegs sein, aber leider stimmt das nicht. Was ist da? Ist hier überhaupt was? So, Quarz lasse ich mal erstmal liegen, weil ich nicht weiß, wo ich das erstmal parken soll. Wir haben gerade so viel.
Momentan brauche ich es nicht so sehr. Kupfer nehme ich mit. Das ist Titan. Oben gibt es mal wieder tolles Wetter. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo diese Antenne sein soll, von der die nette Dame am Anfang erzählt hat. Okay, aber wir sind wieder da. Wir werden mal ein Medipack suchen oder eins craften. Und dann schauen wir mal. So, haben wir noch eins? Wir haben keins mehr. Ich glaube, Fasergewebe brauchte man dafür, ne? Ja. Wir bauen mal eins. So, und schon geht's uns besser. So, den Fisch, den brate ich mal und esse den auch gleich. Upp. Essen. Und wo ist meine Flasche? Okay, die Flasche habe ich wohl weggepackt. Zack, zack. Oder auch nicht. So. Schon geht's uns wieder gut. Schon geht's einem wieder gut. Schon geht's weiter mit der Erkundung. Wenigstens müssen wir hier nicht schlafen. Das muss ich ja auch mal sagen, ne? Also es wäre noch schlimmer, wenn man hier ständig schlafen müsste. Okay. Tja, die Frage ist nur. Lunablatt. Scannen wir auch noch. Die große, große Frage ist halt nur, wo ich Gold finde. Weil das Ding hier verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Steht nur, Suchvorgang läuft. Wurde ja mir angekündigt mit den Worten, dann muss ich nicht mehr Stunden um Tage und Wochen suchen. Aber so richtig funktionieren? Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Wir gehen mal nach Westen. Nein, da ist eine Scholle. Aha. Denn hier? Ne, hier waren wir schon drin. Okay. Das kommt mir doch tierisch bekannt vor. Da ist das Notlager. Ah, hier ist es schön, schön blau. Guckt mal. Okay. Fragment. Bin mir nicht sicher, ob wir hier schon mal drin waren. Müssten wir aber eigentlich, weil dieser Gang als Gang kommt mir irgendwie bekannt vor. 30 seconds of oxygen remaining. Salz. Zum Pökeln. Nehme ich mit. Einmal bitte pökeln. So, gleich ist meine Batterie hier übrigens alle. Von unserem Gefährt. Ich habe ja eine Ersatzbatterie noch dabei. Aber deswegen auch ein bisschen langsamer gerade mal unterwegs. Ich gebe zu, Subnautica Teil 1. Nein, 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 nein. Ich bin nicht hier. Was ist denn das? Eiswurzel. Wow. Cool. Knolle einsammeln. Immer. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die brauche, aber wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir die mit. Nein, Seekobold. Oxygen.
Der will mich doch nur wieder beklauen. Der will doch nur wieder meine wunderbare Ausrüstung klauen. Okay. So, jetzt musste ich das machen, was ich schon befürchtet habe, einmal austauschen. So, Goldsuche läuft immer noch. Wir finden kein Gold. Kupfer. Blei. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Aber das ist auch nicht wichtig. Ein bisschen schade finde ich, dass wir noch nichts gefunden haben, wo wir weiter scannen können. Ich weiß auch nicht, wo dieser komische Turm sein soll. Man hat mir ja gesagt, er sei nicht zu übersehen. Aber hier, ich sehe den nicht, wenn ich auftauche. Gebe ich ehrlich gesagt zu. Ich finde, so richtig gut zu sehen ist das eben nicht. Und wir sind jetzt an einer sehr dunklen Ecke. Aber guck mal, da unten leuchtet was. Da blinkt was. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Seebahn. Danke. Wir können uns eine Seebahn bauen. Wenn wir Gold finden. Das ist ganz, ganz essentiell, weil sonst kann ich leider nichts herstellen. Oh. Ja. Ein Objekt der Alten. Wir können es nicht scannen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Okay, okay, okay. Okay. Oxygen. Ja, ja, ich hole ja schon Luft. Keine Sorge. Es wird besser, wenn wir die Seebahn haben, wo wir dann immer wieder einsteigen können, denke ich mal. Das wird dann leichter, aber dafür brauchen wir halt Gold. Das Ding macht alles, aber nicht das, was es soll. Sagt mir nicht, wo Gold ist. Oder es gibt hier keins. Ist ja auch möglich, dass es hier wirklich in der Ecke kein Gold gibt, aber es wäre eigentlich merkwürdig. Weil Silber haben wir schon gefunden. Titan. Kupfer. Wir finden ja hier alles Mögliche. Titan. Sauerstoff. Hä? Ach, ich muss... Nö. Dachte... Ich muss das nur anklicken und ich krieg Sauerstoff, aber ich sehe gerade. 30 seconds of oxygen remaining. Das hat ja nicht das ausgelöst, was ich dachte. Na gut, dann schwimmen wir wieder nach oben. Alles gut, alles gut. Oxygen. So, trotzdem, die Suche läuft. Früher hatte man einen Scannerraum. Aber der ist hier jetzt auch nicht mehr gegeben. Ich tauche mal kurz hoch, damit ich Sauerstoff kriege und guck mal ganz kurz mit mir was an. Wartet mal. Wir können ja eine Seebahn jetzt theoretisch bauen. Wo sind die Seebahnmodule? Hier, da ist sie. Titan, erweiterter Kabelsatz, Glas, Blei und Energiezelle.
Energiezelle, Batterie, Silikon, das ist nicht weiter problematisch. Erweiterter Kabelsatz und Computerchip und der Computerchip braucht Gold. Ja, toll. Ich hätte gerne Gold. Es ist immer dasselbe in Subnautica. Irgendwas fehlt einem. Das hier sieht so unnatürlich aus. Muss ich mal sagen, das sieht irgendwie nicht richtig aus hier. Noch nicht einmal ansatzweise. Okay, Segleiter. Was liegt da? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Alles gut. Dafür haben wir das Ding. Okay, das füllt nur ein bisschen den Sauerstoff leider auf. Okay, wir fahren mal zurück. Warum? Ich muss mal das Inventar leeren. So, und während ich hier so lang schwimme, kann ich ja mal nach Gold scannen. Was mich ein bisschen wundert. Weil er sagt wirklich gar nichts. Und ich muss das auch nicht irgendwie aktivieren oder so, weil es verbraucht die ganze Zeit brav Energie. Wenn es an ist. Deswegen sage ich ja, ich verstehe das Ding hier nicht. Hm. Naja, gut. Wahrscheinlich, wenn ich direkt vorm Goldklumpen bin, macht es dann Pling und sagt, hey, hier gibt's Gold. Ja, toll. Etwas, was dann etwas überflüssig ist. Warum haben die da unten direkt ein Nachtanken für Dings? Da unten was? Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, die wollen mich unbedingt zur Seebahn bringen. Wie in Teil 1 die Seemotte. Ganz wichtig. Ist mir schon klar. Aber wie gesagt, dazu bräuchten wir Gold. Und Gold gab es eigentlich immer in Höhlen. Jetzt war ich in keiner. Wir werden das nächste Mal, also wenn ich sozusagen aus dem Ding hier wieder raus bin, das Inventar ein bisschen aufgeräumt habe und so weiter, werde ich mal eine Höhle suchen und einfach da durchtauchen. Es kann sein, dass es das einfach in Höhlen gibt. Ist denkbar. Muss nicht sein. Aber ich sag mal, ich glaube, ich habe nichts drin, ne? Ne, unbedingt will ich nicht. Ich wollte... Ja. Da ist nichts drin. Hier ist Quarz drin. Nein. Hier haben wir das auch nicht drin. Okay. Gut. Ich gehe mal rein. Guten Tag. So, und hier haben wir Kupfer, Kupfer. Schwefel, aber wir haben kein Goldkristall. Okay, also kurzum, das bringt uns nichts. So, wir brauchen aber definitiv neue Truhen oder sowas. Also wir bauen mal Erweiterung. Ach, für die Seebahn. Okay. Wir bauen mal hier nochmal zwei Kanister. Weil wir müssen irgendwo die Sachen lagern. Und das können wir nicht, solange das Inventar voll ist. So, Kabelsätze. Einen Kabelsatz kann ich schon mal bauen. So, können wir bauen. Einen Kabelsatz. Was bräuchten wir denn noch alles Schönes? Ich glaube, hier haben wir alles. Wir bräuchten dieses Ding hier. Computerchip. Wie gesagt, dazu brauche ich Gold. So, Nahrung, Wasser. Immer. Und einen gepökelten irgendwas, einen Bumerangfisch oder was es war, den packen wir auch noch ein. Okay. So, Wasser haben wir ein bisschen. Wir müssen das aber auch trinken.